Einen wunderschönen Sonntag. Wie ihr am Hintergrund wahrscheinlich erkennt, wisst ihr dann wahrscheinlich auch schon, um was es heute geht im Video. Und zwar gibt es die lang ersehnte Roomtour von meinem Caddy, weil er jetzt endlich fertig ist und wir jetzt auf der ersten Tour sind. Und ich wollte eigentlich ein richtig schönes Roomtour-Video machen, so wie beim Tiny House. Aber wie ihr im Hintergrund wahrscheinlich hört, stehen wir relativ nahe an einer Autobahn vom heutigen Stellplatz. Deswegen werde ich das Ganze ein bisschen anders machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir's und hoffe, ihr findet es trotzdem cool. Und ja, bin schon sehr gespannt, was ihr zum Camper sagt. Wenn ihr euch generell für die Themen Minimalismus, Tiny House, Nachhaltigkeit und einfach ein freies, bewusstes Leben interessiert und wenn euch vielleicht da interessiert, wo unsere Touren mit dem Caddy in diesem Sommer so hingehen, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich riesig und falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder irgendwelche Ideen, Inputs, was auch immer, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Aber jetzt höre ich auf zum langen Reden und jetzt geht's los mit der Tour. Also dann fangen wir gleich mal mit den Fakten an. Unser zweites Zuhause auf vier Rädern ist ein VW Caddy Maxi, Baujahr 2021. Und ich fange mal mit dem langweiligsten Teil an, und zwar ist es der Fahrerraum. Wie man sieht, haben wir den Beifahrersitz, wenn wir stehen, meistens umgeklappt. Dann ist einfach noch ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Raum. Ich habe in der Tür vom Fahrersitz meine Schuhe drinnen. Das ist eigentlich so der einzige Stauraum vorne im Fahrerbereich. Und dann kommen wir mal zum wirklich interessanten Teil. Wie man sieht, ist da meine Garderobe sozusagen im Eingangsbereich. Ich habe hinterm Beifahrersitz die Kühlbox stehen und den Wasserkanister momentan. Die Lösung ist noch nicht optimal, aber für jetzt passt es, dann werden wir ganz gut. Hinterm Fahrersitz ist dann Platz für die Bettwäsche und so schaut das Ganze dann aus. Wie man sieht, der Wieger fühlt sich definitiv auch schon wohl und hat seinen Platz schon erobert. Der Hauptstauraum ist unter der Sitzbank, also hinterm Fahrersitz. Da ist jetzt Hundefutter, Hundesachen. Meine Kleidung ist da in dieser Kiste drinnen. Dann habe ich noch die Yogamatten und eben die Bettwäsche. Und dann da links ist die Hundebox, die man, wie man sieht, von beiden Seiten zumachen kann. Da ist jetzt einfach die Tür offen. Und von der Rückseite schaut das Ganze so aus und es ist richtig praktisch. Also der Wieger hat einen sicheren Platz zum Reisen und ich muss mir da keine Sorgen um ihn machen. Ja, so schaut das Ganze dann innen aus. Also tagsüber ist es quasi eine Couch, wo man aber nicht aufrecht sitzen kann. Aber mir war es einfach wichtig, dass ich da ein bisschen einen Bereich habe, wo ich mehr oder weniger stehen kann. Und wer meine Videos vom Tiny House kennt, weiß, dass ich nicht ohne Bücher leben kann. Deswegen hat natürlich auch im Caddy ein Bücherregal Platz finden müssen. Und in der einen Box sind dann einfach noch so diverse Gegenstände drin, die man immer schnell griffbereit haben muss, wie Müllsackerl, Taschenlampen, Kopfhörer und so weiter. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Herzstück vom Caddy, mit dem Kofferraum. Ich habe da, wie man da sieht, ein paar so Magnethaken besorgt, wo ich mal das Obstnetz und Geschirrtücher und alles so aufhängen kann. Und das ist ziemlich praktisch, habe ich jetzt schon herausgefunden. Und genau, so schaut das Ganze dann von hinten aus. Ich habe da links meine Küche integriert. Wie man sieht, da ist Essigöl, ein Gewürzregal, alles schön gesichert, damit alles an Ort und Stelle bleibt, auch während der Fahrt. Da habe ich noch so ein kleines Regal mit Nudeln, Müsli, Haferflocken, Kaffee. Und da ist dann meine Mini-Arbeitsfläche, meine kleine Küche, ganz einfach gelöst mit so einer Ausziehlösung, sodass das Ganze hält. Und drunter habe ich dann meine Box mit den ganzen Kochutensilien, Geschirr, Besteck, alles Mögliche, was man so zum Kochen braucht. Und auch meinen Campingkocher, der schon einige Abenteuer mit mir erlebt hat und hoffentlich auch noch einige mit dem Caddy jetzt miterleben wird. Wie gesagt, in der Box ist einfach alles drin, was man so irgendwie braucht und eben auch so kleine Campingtöpfe, Campinggeschirr, die ich super praktisch finde, so zum Mitnehmen. Und ja, genau, das ist noch einmal der Blick von der Rückseite. Ich finde es richtig gemütlich.
Links ist noch einmal, wie gesagt, das Küchenregal und da haben wir noch einmal so einen kleinen, großen Stauraumbereich. Also da passt richtig viel ein. Das war eigentlich so geplant für Vorräte, aber das ist jetzt fast zu groß für nur Vorräte. Das heißt, ich habe da einfach alles Mögliche drin, was ich so beim Kochen in der Küche griffbereit brauche. Genau. Ja, so schaut das Ganze aus. Ich bin wirklich ein bisschen verliebt in meinen kleinen Caddy, in mein zweites Zuhause und hoffe, wir werden einige schöne Abenteuer miteinander erleben. Und ja, jetzt sage ich euch noch schnell, wie das Ganze dann zum Bett umfunktioniert wird. Und das geht relativ einfach. Die Couch hinten ist quasi ausziehbar, also ich brauche dann einfach nur die Sachen beiseite räumen und kann das dann da ausziehen und habe dann eben noch einen zweiten Teil von der Matratze mit dabei, den ich da einfach drauflegen kann und ja, dann mein Leintuch drüber spannen, Bettzeug raufschmeißen und fertig ist das Schlafgemach. Es ist ein bisschen umständlich. Bin schon gespannt, wie es sein wird, wenn es einmal regnet, aber es ist sicherlich auch alles machbar. Also ich war vorher einige Jahre mit am Skoda Fabia campingmäßig unterwegs und da hat es auch gut funktioniert. Da ist das jetzt ein richtiges Raumwunder. Genau, so schaut das Ganze dann fertig aus und der Vigor, wie man sieht, hat es auch schon gemütlich gemacht. Wir zwei haben es uns jetzt gemütlich gemacht. Und ja, sind jetzt gespannt auf die erste Nacht. Wünschen euch einen schönen Sonntag. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.